Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch Gemüse blanchieren. In diesem Fall nehme ich Brokkoli, aber es ist mit jedem anderen Gemüse genau die gleiche Zubereitungsart. Die Zutat dafür ist einfach nur Brokkoli, Wasser und ganz wichtig, kaltes Wasser, also Wasser zum Kochen und einmal kaltes Wasser mit Eiswürfeln. Den Brokkoli blanchieren. Hier haben wir einen frischen Brokkoli. Ich schneide mir hier gleich die Röschen so raus. So, und den Strunk, das wird die Suppe. Den blanchiere ich mir zuerst. Und da drin, in diesen Form, mache ich mir dann die Suppe. Das schneiden wir gleich noch ein bisschen weiter zurecht. Das Wasser kocht gleich. Dann packen wir das da rein. Bitte packen wir ein bisschen Salz rein. Ich will ja nur die Röschen haben. Das geht alles nachher für die Suppe. Und das wird nachher mein Armbrot, schön mit Knoblauch. So, das fängt jetzt an zu kochen, das packe ich jetzt rein. Ihr seht ja jetzt, wie die Farbe jetzt aussieht. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Eiswasser hingemacht. Ich hole den jetzt raus. Normal würde ich mir ein bisschen gar kochen und dann nochmal in so der Butter in der Pfanne warm machen. Ein paar Pinienkerne zugeben, die gebe ich nachher auch noch dazu. So, habe ich auch einen Film, muss ich nur noch hochladen. Jetzt holen wir den erstmal raus, packen den ins Eiswasser. Der könnte noch ein bisschen, also der ist noch relativ bissfest, aber da ich dann so einen Auflauf von mache, ist das jetzt alles gut so. Das wäre jetzt einfach zu dem Thema Blumenkohl blanchieren. So, schön ins Eiswasser rein. Jetzt hier zum Blanchieren nochmal kommen. Ihr könnt hier schön sehen, wie schön die Farbe ist. Schönes, sattes Grün, so soll das sein. So wird das blanchiert. Das holen wir jetzt raus. Man soll ja nicht im Wasser auslaufen. Voilà. Ach ja, ich vergesse das immer. Wenn euch das gefällt, abonniert den Kanal, dann noch auf die Glocke klicken und dann bekommt ihr immer die neuesten Filme, die ich mache. Und wenn ihr das dann weiterempfehlt, ist auch noch schön. Erstmal danke. Trotz allem, wie gesagt, meine Filme sind sehr langwierig, aber sie sind hauptsächlich für Lehrlinge ganz am Anfang oder für Leute, die gerade kochen lernen oder das, was ich jetzt beruflich auch mache, dass ich Anleitungen gebe, auch an Menschen, die ganz wenig Erfahrung am Kochen haben. Nicht alle, aber die meisten. Und dann muss man das schon da wirklich ausführlich machen. Darum sind die Filme bei mir auch meistens so lang. Gut, okay, genug geschnackt. Ja, Freunde, das ist jetzt der blanchierte Brokkoli. Ihr habt gesehen, das ist ganz einfach. Die Farbe bleibt erhalten. Das ist das genau, was ich wollte, beziehungsweise das ist das blanchierte Gemüse. In diesem Fall habe ich ja Brokkoli benutzt. Aber es ist halt mit jedem Gemüse genau der gleiche Garvorgang, beziehungsweise Zubereitungs- Art. Ja, ich kann nur sagen, wie immer, viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch euer Ariel und tschüss.